Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-Wiki mit dem Pain. Hallo. Und dem Brother. Ein wunderschön. Die Türen funktionieren, ich bin wieder zu Hause. Ist doch schön. Sag mal doch mal lieber, was ich für einen Boden reinbaue in meinen Dings und ich fand das mit dem Gras schon ganz witzig. Ja, das mag unten funktionieren, aber dann die nächste Ebene. Musst du, wenn du eine doppelte machst, kannst du eine Deckenfarbe und dann wieder Gras machen. Ich fände es halt passend zum Thema, weißt du? Gras. Deckenfarbe und dann Gras. Dann hier hoch, das heißt, hier kommt was Deckenfarbenmäßiges rein, da drauf kommt Gras. Ja, macht Sinn, kann ich machen. Dann brauche ich trotzdem was, was sich Deckenfarben macht. Ja. Muss ich was überlegen. Ich hätte theoretisch Birkenholz in Massen über, aber das glaube ich farblich nicht aus. Vielleicht was Dunkles. Ich muss mir überlegen, wie ich überhaupt die Eingänge nach oben mache. Ich habe mir diesmal überlegt, dass ich die Treppe nicht innenliegend machen werde, sondern außenliegend. Außen? Ja, das heißt, ich werde an jeder aber Ebene das so einen scheiß Türenbaum machen. Das schöne Muster wäre ja dann nicht. Ah, ist auch wieder recht. Dann muss ich mir was Neues überlegen, wie man dann die einzelnen Ebenen bestreitet. Ich könnte Teleporterblöcke machen, da brauche ich den Enderperlen für, ne? Gibt's sie hier? Ich muss gleich mal gucken. Für die Enderperlen? Das wäre natürlich echt geil. Eine pro. Eine pro und dann Rest Wolle. Eine pro Ebene meines Turms dann. Ich gucke, wenn es die gibt, ich muss gleich mal gucken erstmal. Der ist wahrscheinlich Elevator oder sowas, ne? Elevator meine ich, ja. Eine Erde mehr. Ich habe keine Erde mehr. Oh, eine habe ich noch. Ich habe noch eine Erde und ich brauche fünf, ne? Nee, wir haben hier einen Aufzug von der F-Tools. Oh nee, der braucht dann Strom. Ja. Nee. Nicht mit mir. Strom habe ich. Hatten ja, wir. Ja, das wissen wir, aber. Kann ja eine Leiter zu dir legen. Du verlierst auch überhaupt keinen Strom bis hier hinten hin, ne? Bitte? Das schon. Voll dunkel bei mir drin, ich muss irgendwie mehr Licht machen. Das ist kein Problem, ich habe doch Glowstone. Ich habe Klostein, halt den Klostein fest und. Ich hab drauf gewartet. Doch. Was macht das Resonated Redstone Signal? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, okay. Nein, dann. Vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Jo, heb mal auf. Richtiger Messi. Ich bin Minecraft immer ein Messi. Man kann ja. Das war doch mal. Welches das war das? Achso, F7, ne? Um die Helligkeit zu überprüfen. Gelbe ja. Kreuze sind okay oder nur müssen alle. Darf ich gar keine Kreuze haben? Wie war das? Am sichersten ist, wenn du gar keine hast, weil bei Gelb kann, glaube ich, unter irgendwelchen Bedingungen nur spawnen, bei Rot auf jeden Fall. Irgendwie so. So, bei mir gibt's jetzt schon mal eine Essenskiste. Was kann denn bei Atomkraft falsch gemacht werden, dass die Map explodiert? Haben wir Nacht? Ja. Leg ich mich mal in meinen Schlafsack. Okay. Ich leg mich in mein Bett. Kann ich mir nicht leisten, sowas. Aber jetzt hast du eine Möglichkeit, wie ich nach oben komme dann. Und ich brauche noch irgendwas was Dunkles, gekrisseltes Obsidian oder sowas. Voll billig und so. Basalt? Hab ich auch schon. Ich nutze ja Polished Basalt, weißt du? Hier ist natürlich zu teuer. Stone, kann man auch Stone, das ist well. Dörte. Dörche ist einfach zu hell, viel zu hell. Du hörte die Mischung zwischen Döner und Torte. Ha, ha, ha. Ah, das ist ja geil. So, Netherrack, vielleicht kann man daraus was schüsseln. Gucken wir mal, wie sieht das denn aus? Da
Könnte man Netherrack Dark Red. Aber ich glaube, Rot passt überhaupt nicht hier rein. Nee, irgendwie nicht. Ich würde auch eher, wenn dann was Grünes oder Blaues, was zur Natur passt. Ist aber hier ganz auf Natur, ne? Hm? Wo hab ich den Netherrack denn jetzt hingepackt? Geschmissen? Bin ich mein Inventar, er ist einfach weg. Einfach weg. Was hast du weggeschmissen? Der ist noch in der Schüssel drin, der sagt. Geil, man kann Sachen transportieren in der Schüssel. So, was Grünes, sagt sie. Gibt's Oh, es gibt unterschiedlichen Basalt, ist das ätzend. Es gibt den von Enverim, Dingstatech und Quark. Die sehen auch unterschiedlich aus. Naja. Wir haben ja alle keine Texture Packs, also ist es egal. Also aus Congolated Green Slime Block kann man das leider nicht machen. Das wäre grün gewesen, aber. Okay. Ah. Hä? Ich könnte einfach Tanks darunter machen und das mit flüssigen Ender füllen. Das wäre grün. Nein? Okay. Gibt's nichts Billigeres. Du kannst XP sammeln, das ist nicht direkt grün, aber realistischer zu bekommen. Was willst du denn machen? Du meinst dieses solide. Ich brauche. Ah ja, wir haben einen Architekten. Ich brauche eine Möglichkeit, irgendwas Grünes, grüne Blöcke an meine Decke zu zimmern. Wolle? Wie ist das mit Clay? Hardened Clay. Ah ja, stimmt, Clay. Und wo kriege ich jetzt Clay her? Hardened Clay? Hast du Clay? Normalen Clay? Nein, ich habe keinen Clay. Farm kurz welchen oder ich kann ja auch welchen mitbringen. Hier ist relativ viel Clay. Und dann muss ich den hardenen, hardenen. Ja, und dann machst du einfach Kaktus dran. Und dann fertig, hast du grün. Ist das dann green hardened clay? Ja. Oder willst du den hellen? Ich muss ja keinen Kaktus dran tun. Ich kann natürlich auch irgendwas anderes grünes dran tun, oder? Zum Beispiel? Global green, hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Green dye. Ich hab ja Botania, das heißt, ich hab ja sowieso green coole Pflanzen. Achso, ja, green dye. Es muss einfach nur green dye sein. Ja, genau. Brauche ich harten Clay. Und harten Clay kriege ich, wenn ich Clay-Blöcke muss ich dann aber machen, ne? Ja, die kann man aber craften. Ja, das ist mir klar. Aber dann muss ich erstmal Clay finden, Überfluss. Welche Biome gibt's denn Clay? Der wächst sogar, der ist sogar in der Erde. Im Boden. Also wenn du Höhlen durchforstest, finde ich immer wieder welchen. Ja. Und hier ist auch jede Menge, also ich kann dir auf jeden Fall was mitnehmen. Wie viele Blöcke brauchst du so ungefähr? Ja, pro Stock wäre schon einig, also du brauchst eine Menge. Ja, okay, macht jemand also. Blood Magic? Nee, ne? Doch, oder hast du schon Blood Magic was gemacht? Ich nicht. Anfang halt, meinen ersten Orb. Du ich hab aber noch nicht. Welchen Orb hast du? Den ersten. Den Diamanten. Sag mir einfach, wie er heißt. Oh, ja, Moment, ich muss zur Kiste laufen. Müsste ja der Magicen Blood Orb sein. Der ist aber auf mich getuned, ne? Du musst es dir schon selber einmachen, wenn du was damit machen willst. Das ist ja der Weak Blood Orb. Was? Weak? Ja. Ja, reicht, ich brauche die nächste Stufe. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht viel gemacht. Ich muss erstmal. Dann könnte man noch Samt mit Clay herstellen. Ja, ich habe nämlich nicht geschafft, aus der Blank Slate die Divination Sigil zu machen. Warum auch immer. Ich zu blöd dafür bin. Ist irgendwie anders. Ich muss den Mod erst neu lernen. Entweder war ich zu ungeduldig oder keine Ahnung. Also, mein Zinterfuge haben wir auch noch nicht. Wir haben eine Segmel. Wenn du irgendwelche Geräte brauchst, kannst du auch gerne bei mir kurz vorbeischauen. Ja, das ist. Ich plane gerade, wie der beste Weg ist, um Clay herzustellen. Aber das Einzige, was wirklich sinnvoll wäre, wäre über Blood Magic. Da kann man es halt aus Sand herstellen. Ja, wie gesagt, also den Altar darf jeder benutzen. Hast du denn schon eine Alchemy Table? Nee. Ich habe noch nichts gemacht, außer den Altar und eine Slate und meinen Blood Orb und eben. Ding. Das war ja ganz am Schluss von der einen Aufnahmesession. Also ich habe jetzt schon mal fast einen Stack. Ein Stick. Hey, ein Stick Clay. Dann 16 Blöcke oder was, ne? 64.
Blöcke oder Clay-Dinger? Nee, aber 16 Blöcke dann nur. Nee. Ich hab schon zu Blöcken gemacht. Ach so. Wo hast du denn so viel Clay gefunden? In der Höhle. Echt, so viel ist da. Ja, da findet man echt viel. Ne, ich finde halt keine Dias mehr. Ja, Dias sind irgendwie schwer zu finden, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist nicht so einfach. Weißt du, scherst ein Schaf, kriegst 100.000 Wolle, aber Diamanten? Ja, das ist halt echt krass, wie viel Wolle man daraus bekommt, ne? Ich hab 3 Stacks Fleisch jetzt, ne? Du hast den Weg. 4 2 bräuchte ich dann. Ich brauche mindestens 4 2, Alter. Ja, dann müssen wir einiges an Slate machen halt, ne? Was für Slate, wie heißen die? Machst du dir, kein Problem. Ich weiß alles. Slate. Ich hätte erstmal bräuchte ich einen Divination Sigil. Und wie gesagt, ich war das letzte Mal zu blöd, den zu machen. Frag mich nicht. Ein was? Was für ein Ding? Ja, mit dem ich auslesen kann, wie viel Blut ich habe. Divination Sigil. Divination Sigil. Ja. Dafür brauchst du doch ein Blank Slate einfach nur. Ja, hab ich. Aber da wird nichts draus. Ich kann es ja nochmal probieren. Geh ich halt nochmal rüber. Wo ist das? Ich komme. Bei dir in der Biblio? Bibliothek ist schon mal nicht verkehrt. Ich zeig's dir. Ich sammle nur meinen Krams ein, schnell. Das brauche ich nicht. Schwer das Pferd. Was hast du jetzt gemacht? Was denn? Ich bin schon da. Angeber. Ich hab doch keine Zeit. Jetzt bringt dir nichts, wenn ich noch nicht da bin. So. Theoretisch müsste das ja jetzt reichen. Aber das letzte Mal ist einfach nichts draus geworden. So, Division Sigil, du musst eine Blank Slate. Ja. Irgendwas mit einem Redstone war da, das habe ich nicht so kapiert. Ist ja auch nicht. Also früher war es auf jeden Fall nur so. Aber guck, er saugt ja auch kein Blut raus. Infused Stone inside a Blood, Alter. Na, guck her, du siehst hier so. Jetzt, wie viel Blut drin ist und er saugt keins raus. Dich schon wieder. Na schon, ja. Nimmt nichts. Ich kann mal noch mal gucken. Nee, ich glaub dir das schon. Naja, ich guck noch mal, was dran steht. Ja, da ist ein Redstone und eine Blank Slate und dann... Aber wie... Hast du eine Blank Slate? Ja, das ist ja das gewesen. Nur wenn man hier Stein reinlegt, oder? Ja, genau. Ich brauche mal Blank Slate gerade. Du kannst dich gefälligst selber ritzen. Jetzt nimmt der mein... Ich nehme dein Blut an. Ritz dich gefälligst selber. Echt mal. Ich nehme einfach dein Blut, alles gut. Achso, ihr müsst euch echt ritzen. Ja! Das soll ich jetzt nicht umsonst Blutmagie. Also irgendwas mit einem Redstone ist die Frage. Muss man das verkraften oder mit dem Redstone? Aber man kann ja immer nur ein Item reinschmeißen, ne? Ritz dich selber, du eben. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwelche Emos beleidigt oder bin sich jetzt getriggert. Du kannst ja eigentlich immer nur eins in den Altar schmeißen. Oh. Hast du noch einen Redstone mal, was ich auch was ist denn Alchemy Array? Was ist denn das? Ein was? Ja, wo alles drinsteht in diesem komischen Alchemy Array. So war das früher auf jeden Fall nicht. Nee, der Mod ist ziemlich verändert gewesen. Du brauchst ja jetzt auch noch, du musst jetzt dir so eine Konstruktion bauen, die du auf Mobs schmeißt, bis die Mobs Partikel schmeißen. Die schmeißen dann so Seelen oder irgendwas raus. Die brauchst du ja überhaupt, um den Tisch zu craften. Das war ja früher auch nicht. Hast du nicht so ein Buch gekriegt eigentlich? Nein, woher soll ich...
Wie soll ich ein Buch kriegen? Ganz am Anfang hat man ein Buch bekommen. Ja, aber nichts für euch. Blood Magic. Gibt's kein Blood Magic Buch? Ich guck mal. Gibt Inspiration Scandalium. Das können wir machen, wenn wir hier ein Buch reinhauen. Vielleicht steht da was drin. Ja, warte, ich hole ein Buch. Alles klar. Du kannst ja so lange in deinen Schlafsack gehen. Pen geht in seinen Schlafsack. Hab keinen Schlafsack. Hab keinen. Das guckst du noch schnell nach. Das machen wir jetzt noch in dieser Folge und dann sind wir aber auch schon fertig wieder. Ja. Wie macht man eigentlich so einen Schlafsack? Drei flache, also Wollteppiche und zwei Wolle oder sowas war das. Also. Was für ein Buch kann ich schneller holen als du? Wo ist denn das? Na, man kommt halt schlecht an Wolle, wenn man unter der Erde ist. Bis du bei mir was findest. Hier, was sind das für Boxen? Die sehen ja cool aus. Was sind das? Ja, Storage-Dinger halt. Da ist ja viel mehr rein als in der normalen Kiste, oder? Was sein? In die Storage Crates. Die da, da passt mehr rein. Darum habe ich eher gebaut. Boah. Ist geil, ne? Ich gebe dir doch 20 nicht davon. Dann baust du dir doch. Die sind nicht so teuer. Was kosten die denn? Ja, erstmal so ein Basisding pro, das aus irgendwie aus Holz und irgendwas ist und dann halt eine Kiste. Also aus. Klar, beschäftige ich mich damit. Mach mal das Buch. Los, hau mal darauf. Nicht drauf mit Glu. Und reinlegen. Nimm's raus, ich mach mir auch eins. Set, was? Damit kann man nur das Tier setten. Interessant. Set, du. Hä? Ich habe jetzt T5 gesetzt. Oh, ach Gott. Ich habe mein Buch zu Tier. Set zu Tier 1, okay. T2, T3, 4. Das ist nochmal was anderes. Nein. Was ist das? Eher zu diesem neuen zusätzlichen Krams irgendwie. Kannst aber auch nicht lesen, also es geht nicht auf. Nee, geht nicht auf. Gut, dass wir zwei davon haben. okay. Vielleicht brauche ich ja diesen anderen Tisch noch dazu, diesen. Aber eigentlich Quatsch. Richtig, eigentlich Quatsch. Alchemy Array. Warte mal. Hä? Nicht. Da steht Alchemy Array dran. Was soll denn das dann sein? Ja, das check ich auch nicht. Infused Stone inside of a Build Altar. Arcane Ashes. Okay, das wird langsam langweilig. Ich baue mich mal nach oben. Okay, wie kriege ich jetzt Arcane Ashes? Brauchst du Arcane Asche oder was? Hellfire Forge. Also brauchst du einen Hellfire Forge? Ja, irgendwie. Was ist ein Hellfire Forge? Das ist auch aus dem Wizardry. Da brauche ich 4 Stone, einen Block of Iron und 2 Iron Ingot und ein Gold. Habe ich nicht. Ja, nicht so teuer, aber ja, das machen wir dann doch erst vielleicht nächstes Mal. Ja, können wir ja zusammen dann schauen. Ja. Wie gesagt. Gut! Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Bevor wir hier anfangen zu spinnen. Werden wir diese Folge beenden? Boah, meine war richtig spannend. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt so durchgehalten habt. Hashtag durchgehalten. Ich hab heute zumindest meine Türen fertig gekriegt. Wow. So, Hashtag durchgehalten bei Pain und bei mir könnt ihr schreiben, was ihr für eine Deckenfarbe haben wollt. Also haut raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Was ist das jetzt hin? Wollte ich genau.